Willkommen, meine Damen und Herren, ich bin's, Herr Toloko, und ich begrüße Sie damit zu einem neuen Let's Play von Warhammer 40k Battlefleet. Gott, ich kann echt nicht reden. Ich kann nicht mehr reden. Battlefleet Gothic Armada 2. Gut, ich möchte mich zum einen dafür entschuldigen, für diejenigen, die mich abonniert haben, dass so lange absolute Sendepause bei mir war. Es ist einfach vieles dazwischen gekommen. Dann hatte ich zum Teil überhaupt keine Lust, irgendwas Neues zu machen. Es ist echt schwierig, quasi sich selbst bei Laune zu halten. Man, oder zumindest für mich ist das der Fall. Aber ich habe mal mich aufgegeben und deswegen machen wir jetzt ein neues Let's Play. Hoffentlich funktioniert das auch. Lecker. Also, Battlefleet Gothic Armada 2. An sich ein interessantes Spiel. Ich habe schon ein paar Kampagnen gespielt, aber noch nie wirklich zu Ende gespielt. Und nach jetzt mit dem neuesten Patch habe ich mir gedacht, machen wir mal gleich eine neue Kampagne. Den Prolog. Nehmen wir den Prolog mit? Nein. Ehrlich gesagt, nein. Oder? Ja, komm. Spielen wir den Prolog. For 10,000 years, the Eye of Terror has spewed its ageless horrors into the galaxy, gnawing at the eternal glories of the Imperium, at the very soul of mankind itself. And for every one of those 10,000 years, the fortress world of Cadia has held the gate closed. An adamantium bastion, granted strength by flesh and bone, and seeded purpose by faith in the Emperor's holy light. But as the darkness grew ever deeper, and the blaze of the Astronomicon guttered like a wind-blown candle, the Eye of Terror pulse, its baleful energy spilling anew across the stars. With a shriek that echoed through nightmares from Medusa to Ultramar, the Black Fleet slipped its moorings. An endless tide of heretics, traitors, demons, and madmen, whose desperate fealty was given over to a single damned soul. Abaddon the Despoiler, inheritor of the arch-traitor Horus's reviled legacy. The 13th Black Crusade, herald to a fresh age of nightmare, had begun. Stalwart Cadia would be the first to feel its wrath. A Blackstone fortress! Without our shields, that accursed hulk will scour Cadia clean! Repairs to the Null Array are underway. We require only a matter of days. The Magos asks for time. I have none to give. My wolves will buy all that he needs. I'll ask my battle barge to prepare for my arrival. By the Fang, I'll not die without a fight. Ich mag den Typen. Diesen bärtigen Wikinger. Gibt's eigentlich irgendwie eine, Wehrmacht deutsche Astartes-Gruppe? Ich kenne mich leider mit Warhammer 40k nicht so sehr aus. Aber ich glaube, dass ich da mal so ehrlich welche gesehen habe. Halt schwarz-weiß und mit einem eisernen Kreuz oder so. Das ist eine Art. Auch wenn das den 40k vermutlich anders aussieht. Ist das nicht ein Terminator da als der Pilot? Structural analysis complete. No major issues to report. We stand ready for weapons inspection. Nee. Vermutlich einfach nur das Design. All weapons.
weapon systems functional. Beginning tactical Auspex sweep. Auspex sweep complete. Shut up. Beard, what's taking so long? War calls! Enough with the tinkering! All sections report ready, Lord. The Fireman's Fang stands ready for battle. At last! Crew of the Fireman's Fang! The Despoiler's jaws clamp tight about Kadia's throat! His Blackstone Fortress comes to claim the kill! I say nay! Not while the Sons of Roos have strength to fight! The valiant dead will shield us from the Black Fleet's curse. We will stalk the will of eternity from amongst the carcasses of its victims. When our fangs are in its belly, we strike with every boarding torpedo and assault craft at our disposal. We will cripple that Blackstone Fortress however we can. Weapons, shields, engines, all Father willing, we will tear out its corrupted heart. The Blackstone Fortress is so close, I can smell it. We'll have to cross that minefield to reach it. Take us through, Captain. Das ist ziemlich blödsinnig hier, dieser Sache. Als ich das erste Mal in der Beta gemacht habe, wurde ich einfach nur noch langsamer. Also, kann man das hier einfach so das am besten machen? Ich meine, oh nein, da kommen ein paar Gegner! We are pursued, shoot! But grander prey awaits. We cannot waste time in fruitless battle. Press on! We'll return once the Blackstone Fortress is a broken hulk. Moving to position! Ja. Underway. Ich hätte sogar nebenbei Chips und der eine war echt nicht lecker. Normalerweise ist die Sorte immer richtig gut. Hogorm's eyes! They're gaining! Contact Cajun Orbital Command. Tell them to detonate the mines. That explosion should clean our tails of these traitors. Yeah, good. Whoosh. Repositioning. Na, wo ist die Explosion? Bin ich angegriffen gerade? My lord, Auspex has shown one traitor vessel survived the explosion. It has launched a disruption bomb. It'll obliterate our shields. All sections, prepare for high energy turn. Helm, get us clear of the detonation horizon and bring us about to engage that spineless car. At your command. Dum do do dum do do dum do. So the traitor longs for death. Bring us in close. I want to smell his fear. Obliterate that target. Tarnung erfasst, identifiziert. Okay, gut. Ich muss Was soll ich sagen? Fire at will. I want them blooded. Before we seek their throat. Hold course. Shoot. Shoot. Falls. Let us test the thickness of his hide. For where we are needed. Denken Sie die Umfang des Feindes auf 50. At your command. Moving to position. Oh Gott, ey, es ist so ätzend. Scheiße. Ich hasse den Prolog. Er ist ultra langsam. Engines engaged. His eyes are blinded. His fight is gone. Ach du Scheiße. Settle this with our teeth at his throat. Na
Okay. Phew. See how his strength fails. The kill comes soon. Ready boarding torpedoes. Ah, scheiße. Repositioning. Ein bisschen schneller, bitte. Ich wünschte, ich könnte jetzt schon die Zeit ein bisschen vorspulen. Normalerweise sind diese Chips, die ich habe, immer ganz gut. Aber dieses Mal schmeckt die richtig blöd. Ob die wohl ausgelaufen ist? Piu! Torpedo! Oh nee, ernsthaft jetzt? Boarding torpedo is destroyed by turret fire. So the traitor still has claws. Bring us in closer. I'll end this myself. Ah ja. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Standard speed engage. Our hunt is ended. Let the carcass drift. Yeah. The greater quarry yet remains. Yeah. What the fuck? Hör auf, das Ding. Echt schade. But today it matters not if you feel the fury of Rus in your veins. It matters not if you hail from Fenris, Mundus Pyra, Kaja, or Marsh. Today we are brothers, bound by one single glorious purpose. We ride into death with the fury of heroes, and by our sacrifice strike a blow worthy of saga and song. For the Emperor, for Kaja, death to the traitors. The moment arrives. Let the engines roar. Schade, dass man treibende Wracks nicht erobern kann. Von gegnerischen Schiffen. Das würde dem ganzen Spiel ein bisschen mehr geben. We'll claim the vessel as our own. Reinforcements run thin, and even one ship may yet make a difference. Hold course! My lord, our boarding parties have seized command of the derelict. They report critical damage to weapons control. It won't be of any use to us. Still, it shall not go to waste. Evacuate the ship to Kaja. Its fury will be hard in days to come. Okay. Boom. Stimmt, warte mal, muss ich hier nicht. My lord, we have enemy vessels on approach. My lord, ich habe. Keine richtige Stimme, ich glaube, ich habe zu viel geschrien. Ich versuche so zu sein wie du, aber dann bin ich kein Chaptermeister geworden. Und jetzt. Oh mein Gott! Spice Marines, Alter. Ich kann doch nicht mal Torpedo. Das ist so langweilig, Mann. Ich meine, ich kann sie rammen, wenn ich will. Die müssten theoretisch stehen bleiben, oder? Oder? Ich ramm die einfach. Hold course! Your command. Huh. Engines engaged. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, dass es, ich sag mal, yay. Und jetzt haut er das Ding kaputt. Es ist doch nur ein Schiff, gut. Zu sagen. Underway, pitiful whelps. 10,000 years of hate and still feeble at heart. Bring us about. The Blackstone Fortress awaits. My lord, Auspexes have detected a colossal signature at extreme range.
It must be the Blackstone Fortress. It's on an inbound heading. Good. We'll wait an ambush. Bring us about into that asteroid field and cut the drive. Make us look like one more drifting hulk. At your command! Hold course! Es ist so nervig. Ja, Asteroidenfelder machen bla. My lord, the Blackstone Fortress is almost upon us. Hold your nerve. The closer it comes before we reveal ourselves, the greater our chances of success. Sie an, die Schwarzsteinfestung. Hm? So also stark sein wie der Todesstern, aber. ja, es wird kaputt gemacht. Einfach so bei Space Marines. Space Marines können alles. Deswegen habe ich in diesem Spiel und vor allem eigentlich allen Spielen, wo Necrons drin sind, immer ein sehr großes Problem eigentlich. Weil die Necrons. Ich sag mal so, laut ihrem Lore-Fluff. Könnte ein Necron im Alleingang 10, 20 Space Marines töten. Ohne große Probleme. Sie sind ja so stark. Sie haben eine Karte, mit der sie mit einer Fingerbewerbung die gesamte Tyranniden-Flotte wegwischen können. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nein! Die Necrons werden von Space Marines besiegt. Gottes Kosten. Die Fang ist yours. Give her a good death. My lord, Forus and the Allfather. Forus and the Allfather. Forus. Moving to position. Come on. It will be destroyed. Necron, super stark. Ey, die schwarze Schwester, super stark. Aber das macht sie im Game Workshop überhaupt nicht. Plötzlich ist die gelbe, die schwarze Schwester kaputt. Nein! Da wurde ein Kabel geschnitten. Plötzlich ist sie völlig nutzlos. Necrons! Na okay, gut, ich verstehe Necrons, Schwarzforschung. Balance, Alter, Balance! Aber Mann, es gibt noch andere Möglichkeiten. But sometimes courage is not enough. Initialization failed. Null array inert. Insufficient power. Insufficient power. Rerouting. Reroute failed. Power surge. Processing. No data. Power building. Null array deploying. Thus did Cadia earn respite. Not through the bravery of Sven Bloodhound, nor the labors of Magus Clan. But through the intercession of a mysterious benefactor. But the respite was short-lived. As the cheers faded, traitor warships blackened the skies. The siege of Cadia Secundus had begun. The forces of the Despoiler came in numbers uncounted, but the walls of Casa Crath held. Even in that darkest of days, the flame of humanity's valor burned bright. With faith burning in their hearts, the defenders held the Chaos Hordes at bay, uncaring of the losses they bore in exchange. But flesh fails and faith flickers. With every bloody moment, Abaddon's forces drew closer to victory. Ich muss es einfach gestehen. Ich finde Necrons von allen am coolsten, aber sagen wir mal ganz ehrlich. Necrons haben eine Karte, mit der sie quasi die Galaxie verändern können.
Mit einem Fingertitten könnten sie Terra auslöschen. Aber das Imperium wird immer gewinnen! Die Tyranniden sind mit dieser, dank dieser Karte noch nicht mal eine Gefahr. Die können einfach in der Handfläche einmal durchwischen und sie ist weg. Einfach weg. Ich weiß ja nicht, wer für die Lore in Warhammer 40k verantwortlich ist, aber das ist scheiße. Es ist ein reiner Unsinn. Admiral, lead a reconnaissance patrol. BRIs. Mist. We can't proceed until those defense platforms are destroyed. Ach man, das ist so. Also ich bin ein richtiger Lore-Fanatiker. Ganz egal, was es ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen kotzt es mich so an. Das. Ja. Achso. Deswegen kotzt es mich so an, dass die. Dass quasi alles völlig unnötig ist hier. Das ist einfach. Oh, das Imperium gewinnt sowieso. Tyranniden? Was? Necrons? Bitte. Hä? Ah! Nervt mich einfach nur tierisch. Vor allem bei den Computerspielen. Du packst den Necron da rein, aber sind wir mal ganz ehrlich, was sind die Necron? Die Necron sind einfach nur da, um kaputt gemacht zu werden. Sollen super stark sein, sollen super effektiv sein. Aber letzten Endes ist es doch scheißegal, weil die Space Marines gewinnen sowieso. Ah. Ganz ehrlich, wo ist die Gefahr? Mann. Games Workshop ist so besessen davon, irgendwie dafür zu sorgen, dass ihr verdammte Geldmaschine nicht schnell genug kaputt geht, weißt du? Die packen hier einen neuen Scheiß nach dem anderen rein und dann Starhawks loaded and sent. Finish this. All weapons fire at will. Ah, shut up, jetzt habe ich jedenfalls Zeit. Könnt ihr schon wieder schießen? Noch nicht ganz. Aber ich kenne mich nicht hundertprozentig mit dem 40k-Fluff aus der Geschichte, aber seien wir mal ganz ehrlich, es ist lächerlich. Lächerlich. Ist es scheißegal, welchen Gegner sie bekämpfen oder welcher neue Super Todesstern auftaucht, irgendwie gewinnt ihr sowieso. Aus. Es, ja, einfach so. Prepare to engage. None shall escape. Your orders? Heading acknowledged. Dauntless Club. We should evaluate the situation. What? We cannot risk a foolhardy engagement. Shut up! First, we'll grant all ships' captains full autonomy to maneuver. Okay. We wait your command. Ah, shit. Ah. Coordinates acknowledged. Du widerlicher Wurm, hast alles zerstört. Now, designate priority target. We serve. Boom. Finally, we'll focus fire on the target's weapon systems to reduce their firepower. Unleash the Emperor's fury. All sections to battle stations. Blow those abominations apart. Ja, darf ich auch mal wieder spielen? Come on, fire. Starhawks loaded and sent. Engaging target. I am. Oh God. Underway. We wait your command. Ship ready. Underway. Brace for impact. Engaging engines. Das war ein Fehler. Das war dumm. Ja. Setting course. Normalerweise kriegt das immer ein bisschen besser hin.
Hier, ihr weißt was, das ist jetzt die Nummer 2, du bist die Nummer 1. Changing course! Course engaged! Heading acknowledged! All ahead full! Your orders? Additional traitors on all specs. All vessels regroup. Yes. Ah. Admiral, the crew are revolting. Was? A mutiny is underway. Your excuses do not concern me, Captain. Crush the mutineers and bring your ship into the fight. Am I understood? Ja, ich habe noch gesehen, so einen Typen exekutieren. The punishment for disobedience. My lord, the mutiny has been contained. Morale is ebbing, but we stand ready to fight. At last. Now, seize this precious chance at redemption. For you and for your crew. Duty and death await. Changing course. Ich muss gestehen, ne? Ich wünschte wirklich, die wären bei dem, mit dem zweiten Spiel mehr so den Weg Empire at War gegangen. Halt Weltraum- und Bodenkämpfe, Warhammer 40k Style. Was ist daran falsch? Was ist daran aussetzen? Aber ich glaube, das einzige Entwicklerteam, das so etwas ohne Probleme, glaube ich, machen könnte, wäre wohl Petroglyph selber. Weil ansonsten könnte man annehmen, also hierbei wie heißt das? Plagiatismus oder so etwas handelt? Oh nein! Fury Interceptors in flight. Ship ready. Scheiß. Fuck. Gleich nur fuck. Jetzt sind wir schon halb tot, Alter. Engaging target. Na gut, machen wir das so. Engaging engines. Go hin. Crush. Setting course. Zerstöre diese Ketzer. Lasse nichts übrig. Your orders. Changing course. Acquiring new vector. Ganz ehrlich, Dawn, ich hab sie vorher nie wirklich zu schätzen gewusst, aber. Wow. Ship ready. Ich bin echt schlecht momentan als Torpedoschütze. Das ist unfassbar. Understood. Engaging engines. War nur schlecht. Normalerweise kriegt das besser hin, aber ich bin nicht ganz bei der Sache. Spielt nicht als Jet Null Spire, sondern natürlich ein No-Name-Pisser. Underway. Fuck. Heading acknowledged. Changing course. Jetzt aber. Komm schon. Setting course. Coordinates acknowledged. Engaging engines. Understood. Course engaged. More chaos vessels inbound. Emperor's teeth. If failure is to be my fate, I'll face it with the Emperor's light in my eyes. This is Admiral Harbright to all vessels. We fight to the death. Setting course. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt echt gerade überfragt, ob ich das hier schaffe. We wait your command. Ich glaube nicht, das wäre vielleicht, glaube ich, das erste Mal, dass ich hinbekomme, zu verlieren. Hör auf zu fragen, Mann! Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Du, mach dich auch mal wieder auf. Come on, come on! Geh mir aus der verdammten Schussbahn!
Cruising speed. Perfekt. Heading acknowledged. Admiral, this would appear to be the Despoiler's main fleet. Orspex readings confirm the presence of a Blackstone fortress. Signal the phalanx. Our mission ends in success, but our duty abides. Tada! Oh man. Let's go! Was ist denn jetzt wieder los? Ich spüre doch, wie meine Bildrate gerade auseinanderbricht. Was ist los? Was ist los, Spiel? Was ist los? Ich muss gestehen, ich finde die Chaos-Schiffe ultra sexy. Aber Chaos an sich ist ziemlich scheiße. Hey, guck mal, da hinten sind ja Schiffe. Ha. Wir kriegen wir nicht so große Flotten. I don't understand this at all. We wait your command. Coordinates acknowledged. Incoming transmission from Phalanx. Mal gucken, ob die Phalanx jetzt ankommt. You've done your part, Admiral. I hereby take command of this engagement. We'll give that Blackstone Fortress an opponent worthy of its size. Hey! To where we are needed! Commodore Truvo, what is our status? Estimates are still formulating, but we confirm the Sanctus Malefic, the Apocalyptia, the Vengeful Spirit. Emperor shield us, but we're staring at half of the Black Fleet. Maybe more. Understood. And Cadia itself? Preliminary scans and box chatter confirm fighting on all continents. The greatest concentration appears to be at Casa Craft on Cadia Secundus. The Herald of Absolution is inbound with our Adeptus Sororitas allies. Good. Remind all Storm Talon squadrons that Celestine must make planetfall. All other concerns are secondary. Ma! Confirmed. Da bietet sich gerade so eine Chance. Blackstone Fortress in near orbit. Tentatively identified as the Will of Eternity. Box chatter confirms sowas. The Fire Main's bang is already closed. Indeed. Failure from the sons of Bruce. The so-called saint was correct. These are dark days indeed. Orders? As they always are in dark days, Commodore. We bring the Emperor's fire and burn away the darkness. Prepare for battle. Hey, dumm, dass diese Schiffe keine Kanonen haben, aber wieso sollte man auch so etwas tun? Ich meine, es ist ja auch nur kreisrund. Brittle foes to be crushed beneath the Phalanx's good right arm, Commodore. From their vector, they don't intend to duel with our guns, but to ram us. So, we must brace for impact. Sound collision alarms. All hands. Brace for impact. Ja. Wow, was ist so los mit dem Spiel? Warum bricht die Rate jetzt so ein, Mann? I don't get it. The fuck? Spiel, was ist los, Alter? Kommst du nicht damit klar, dass du ein paar Tooltips hier hast? Ich bin auch hier nur am Aufnehmen. Oh mein Gott. Almost in weapons range. Acknowledged. All crews to battle stations. Hold this course. Ah, das ist so ätzend. Take us down into its black craw. All ahead full, aye. It seems we have their attention. Additional vessels closing on intercept course. They're closing too swiftly to evade. Let the fleas bite. The Phalanx's hide is thick. Too thick for their teeth. Hold main batteries for my order. Ah ja, warte mal. Kann. Also, macht mal. Na, wie viele Jäger schickst du aus? Drei? Vier? Fünf? 6. Ah, immerhin etwas. Das ist auch eigenartig, nicht wahr? Im Grunde ist das, was ist das? Ein Kuchen im Weltall. Ja, meine Schiffe sollen die einfach da abkratzen, wenn ich jetzt.
Ich spule mir mal vor. Warum auch nicht? Und nein, der Todesstern schießt. Offenbar macht er keinen Schaden. Er kann Planeten zerstören, aber keine Phalanx. Traurig. Ja, zack, bang, boop. Mal gucken, kann ich hier noch irgendwie was retten? The Blackstone Fortress shields are holding. We're barely scratching it. Keep firing. We'll flay that abomination an inch at a time if we must. At your order. Victory or death. Victory or death! Yay! Ne. Impossible. Confirm. Confirm. They're gone. I'll wager my right hand they have wolves loose in their belly. The fangs of Fenris bite deep. It's our turn now. Main batteries. Open fire. Send that cursed hope to hell. Yay. So etwas macht schon Spaß. Moving to position. Ich würde ja mal nachdenken. Phalanx, wie viele Waffen hast du? Du hast 6, 24 Lanzentürme, 24 schwer, okay. Nicht schlecht. Schade, dass du nicht mit einem 24 schießen kannst. Phew. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, so Empire at War, Warhammer 40k, wäre gar nicht so schlecht. Ich würde es glaube ich. Also, ich würde es ziemlich gut finden. Should his regal daughter prove different? Gaze on the Blackstone Fortress's death, Commodore. Gaze! And rejoice for service fulfilled. Komm, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch! Ja! Jetzt dreh dich. Okay. Danke. Okay. Oh, betet für mich mit. Magos, your reputation precedes you, but you choose a bleak time to come to Cadia. Bleaker than you know. My adepts uncovered pylons on Area 6. They are a perfect match for those present on Cadia, but were reduced to null during the Fourth Black Crusade. Abaddon. His malice holds greater purpose than we knew. Agreed. Ruined pylon fields have been discovered on many worlds, all unmade by the Despoiler. Why? Their heritage is alien, their purpose unknown. The pylon's forges remain shrouded, known only to the Omnissiah. But their purpose is revealed. They contain the Eye of Terror. If they are destroyed, the Immaterium would claim all. The Imperium will be no more. The pylons must be safeguarded. They are our only weapon against the encroachment of chaos. But I need time to study. Go, make your studies. May the Emperor guide you. Ich meine, an sich ist es ja schon faszinierend. Ich mag zwar nicht gerne jetzt zwischen den diesen Szenen dazwischen reden, aber dem muss ich es einfach sagen. Das Imperium wird viel häufiger von Aliens gerettet als von sich selbst, muss ich gestehen. Zumindest kommt mir das so vor. Entweder sind es Necrons oder
Dinge, die die Elder vielleicht mal gebaut haben oder sogar die Elder selbst. Na? Aber auf irgendeine Art und Weise sind die Aliens immer da und irgendwie hilfsbereit, wenn es darauf ankommt. Ach ja. Logic dictates otherwise. Then you don't seek to understand the nature of this matrix. You comprehend its secrets. I was there when they first awakened. Or perhaps I wasn't. Memory is such a fickle thing. Neither of us desires to see this galaxy ripped asunder by the Imperial ones. Destroy me if you wish. Nothing will change. For me, for you, for this world. Show me. Durch. Ach nee, jetzt kommt ja noch dieser. Okay. Admiral, this is madness. Entering real space so close to a planet, you'll doom us all. A good officer commands without doubt and obeys without question. Entering real space in 3, 2, 1. Blessed Emperor, we're in the heart of the fight. This is Admiral Catalia to Battlegroup Silver Dawn. Form up. Huh? Incoming enemy squadrons! Race for impact! We've lost the Purity Blade! Silver Dawn to Cadian High Command. Where do you need us? This battle is lost! We must disengage! Coward! Commissar! Do your duty. As the Emperor wills. Incoming transmission. Phalanx to Silver Dawn. This is Commodore Chereau. Situation critical. Chaos forces have launched a full-scale planet strike. They aim to destroy the pylons of the Elysian fields. They must not succeed. Reinforce the position. The Phalanx will cover your back. Remain vigilant. We have reports that the Despoiler leads the assault. The Emperor protects. The Emperor protects. Silver Dawn, this is the Admiral. All ahead full. Postdox readings indicate unusual energy signatures at the Elysium fields. Explain. I need more. By the Emperor! Omnisire's Grace, this is beyond my experience. Analyzing. Hurry. What are we looking at? Analyzing complete. The pylons. The energy beam is repelling the Eye of Terror. How is that possible? No matter. Our duty remains. Prepare for planet strike. Incoming transmission. It's the Phalanx. The Despoiler has retreated to the Vengeful Spirit to lick his wounds. We cannot let this opportunity slip away. All vessels, engage the Vengeful Spirit. For the salvation of mankind and vengeance long due, we will destroy this abomination once and for all. This is Admiral Catalia to Battlegroup Silver Dawn. We have our orders, and we're closer than anyone else. Today, the arch-traitor dies at our hands. Divert all power to weapons. Load torpedoes. We are the Emperor's fury. We shall not fail. Fire! All weapons! The Vengeful Spirit is firing, sustaining hull damage, structural breaches on all decks. No! No! Weapon system, critical. Reactor, critical. Fires reported on all decks. We are heavily damaged. Estimated crew loss. 65,000. The Vengeful Spirit intercepted our torpedoes.
No significant damage. What? What have I done? My pride. My arrogance. Additional Chaos vessels inbound. Very well. If that is how this ends, if we are to die, let it be with the Emperor's light in our eyes and his fury in our voice. We fight on. All hands. One last effort before they overwhelm us. Make this count! Admiral, the enemy are peeling away. No. You must be mistaken. Confirmed. They are moving towards the wreckage of the Blackstone Fortress. What? What are they doing? Vox officer, transmit a wideband message to all forces on Cadia. Tell them to evacuate the planet. Now! Tja, das war der Prolog. Man sieht noch man sieht auch den M-Kampf hier an den Seiten. Ich frage mich, ob das so gewollt ist. Ja. Irgendwie stimmt was nicht. Na gut, ich beende die erste Prolog-Folge hier zumindest damit. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder schönen Abend, was auch immer, wann zu welchem Zeitpunkt Sie sich das ansehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!